Letztendlich ist alles im Leben auch Energie und selbst wir sind auch Energie. Wir Menschen sind ebenfalls Energie. Hallo und herzlich willkommen zu Go Far and Fast, dem Pro Charisma Podcast. Heute mit mir, mit Julia Sobainski und mit dem Thema Power, warum das dein entscheidendster Hebel ist. Vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, du hängst irgendwo fest und was auch immer du machst, du ruderst, du tust Dinge und du hast den Eindruck, es geht nicht richtig weiter. Viele Dinge misslingen in solchen Zeiten, man hat das Gefühl, man fasst irgendwas an, muss sehr, sehr viel Energie investieren und trotzdem kommt hinten nicht das rum, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Und glaube mir, das kenne ich auch. Und es ist nicht überraschend, weil ich denke, das kennt im Grunde genommen jeder Mensch, egal was die Leute sagen. Jeder kennt auch solche Zeiten bzw. solche Zustände. Und vielleicht überrascht es dich, aber es gibt tatsächlich quasi einen Knopf, den du drücken kannst. Und zwar einen Powerknopf. Also so wie du das kennst von einem Elektrogerät. Und ich stelle mir das wirklich auch vor, wie an so einer großen Konsole, Musik, Mischpult oder irgendetwas in der Richtung, wo ein dicker roter Knopf ist, wo drauf steht Power. Und den kann ich drücken. Was meine ich jetzt genau damit? Das, was dich festhängen lässt, ist in aller Regel ein Zustand, wo du dich selber von dir selbst und von deinen wirklichen Zielen, von dem, was du in dem Moment spürst, distanziert hast. Also aus irgendwelchen Gründen bist du sozusagen aus diesem Rahmen herausgefallen, den du sonst vielleicht hast. Das heißt, deine persönliche Energie ist schwer, weil du den Eindruck hast, und das ist ja dann irgendwann auch ein Teufelskreis, du kommst nicht so richtig vom Fleck und dann kommst du natürlich irgendwann auch nicht mehr richtig vom Fleck, weil deine Energie schwer ist und das kennst du vielleicht. Und jetzt bemühst du dich mitunter und machst irgendetwas oder aber du ärgerst dich sogar und sprichst darüber viel beziehungsweise denkst viel darüber nach und rate, was passiert. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und manchmal passiert dann irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht hast du das selber schon erlebt. Du hörst einen bestimmten Titel im Radio oder du liest einen inspirierenden Satz, irgendetwas und mit einem Mal kommt vielleicht deine Kraft zurück, deine Power zurück. Und es ist, als hätte jemand auf den Knopf gedrückt. Bei mir kommt diese Kraft manchmal zurück in Form von Wut und möglicherweise kennst du das auch, dass du plötzlich sauer wirst. Am besten in solchen Momenten nicht auf irgendjemand anderen, weil dann verschiebst du wieder Verantwortung, sondern vielleicht auf dich selber, weil du plötzlich merkst, meine Güte, seit Tagen, Wochen oder Monaten hampel ich hier mit irgendetwas rum und tu mich schwer und jetzt ist es Zeit, in die eigene Größe zu gehen und den nächsten Schritt zu machen. Ich kenne sowas sehr gut, glaub es mir. Und ich erinnere mich, das ist sehr, sehr viele Jahre her, dass ich mich eine Zeit lang sehr hilflos gefühlt hatte. Ich war damals in einer Beziehung, die mir nicht gut getan hat, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht vor und nicht zurück und mit kleinem Kind und ich wusste nicht so richtig, wie das alles laufen sollte und ich war überfordert und fühlte mich geschwächt und hatte den Eindruck, ich renne im Kreis und ich erinnere mich sehr gut, dass ich einen Moment hatte, wo ich damals in meinem Auto saß und über Land fuhr und ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, ich habe irgendeinen Titel im Radio gehört und mit einem Mal habe ich eine Wut bekommen. Nicht auf die Welt, nicht auf meinen damaligen Partner, nicht auf mein Kind, sondern auf mich. Ich habe eine richtige Wut auf mich bekommen und zwar eine konstruktive Wut. Das war so etwas wie, meine Güte, jetzt reiß dich endlich zusammen. Und das habe ich dann gemacht und mit einem Mal sind so viele Dinge passiert und haben mich aufs nächste Level katapultiert. Innerhalb von kurzer Zeit hatte ich damals den Lehrauftrag. Ich hatte plötzlich wieder Aufträge, ich kam besser zurecht und so weiter und so fort. Und es war einfach so, dass ich merkte, dass diese Energie, die sich da plötzlich
Freiheit verschaffte durch meine Wut. Das war genau das, was richtig war, was mich auch wieder in meine Kraft gebracht hat. Also die Wut war gut in dem Moment. Das reimt sich sogar. Und es hat mir geholfen, wieder Dinge klar zu sehen und das zu sein, was ich wirklich bin und in meine volle Größe zu gehen. Das Problem ist doch folgendes. In dem Moment, wo du anfängst rumzujammern, dass die Dinge nicht so entwickeln, wie du es möchtest, gehst du doch in eine Haltung rein, als ob du selber keinen Einfluss darauf hättest, was passiert. Und diese Haltung macht dich klein, weil sie macht dich hilflos, weil die Haltung sagt, da außen passiert etwas und ich kann es nicht beeinflussen. Und das ist nicht gut für dich. Und es ist besser, wenn du die Zügel in die Hand nehmen kannst. Das heißt, das Annehmen von Verantwortung, selbst dann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte, ist dein erster richtiger Schritt in deine Kraft hinein, ist dein erster richtiger Schritt dahin in eine große Veränderung und die Dinge am Schopf zu packen und ist auch dein Schritt dahin, dass es sich lösen darf und dass du das nächste Level bereit bist zu erklimmen oder dich rauf zu katapultieren. Und genau das erleben wir bei uns und bei unseren Kunden immer mal wieder. Das heißt also natürlich, Leben entwickelt sich ja genauso wenig wie Business, wie Privatleben und so weiter immer gleichmäßig, sondern die Dinge geschehen ja in verschiedenen Rhythmen, ja, also manchmal entwickelt sich irgendwas super schnell, dann wieder relativ langsam, man weiß es manchmal nicht so richtig, wie es funktioniert und man steckt auch nicht immer drin, aber manchmal muss es so etwas freisetzen wie eine hohe Energie, auch in Form von Wut, um wieder in eine Klarheit zu kommen. Und die Frage ist jetzt wahrscheinlich, die du dir auch stellst, wie kannst du das irgendwie hinbekommen? Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass es einen Knopf gibt, den du drücken kannst. Und da möchte ich dir jetzt einmal helfen. Also, überlege für dich, was dich generell in eine hohe Energie bringt von ich kann Bäume ausreißen. Ja, das mag bei jedem unterschiedlich sein. Bei manchen Menschen ist es Tanzen zu einer bestimmten Musik. Ich habe mitunter unseren Leuten in einem unserer Programme im Be The Star Programm auch schon die Hausaufgabe gegeben, zu dem Titel I'm Sexy and I Know It einen wilden Tanz hinzulegen oder so, ja, am besten sogar vor einer Kamera oder in der Öffentlichkeit. So etwas kann es sein. Es kann sein, dass du dir irgendwo einen mega Spaß besorgen musst, dass du auf eine Achterbahn musst irgendwo in einem Vergnügungspark oder es kann sein, du musst zum Sport. Oft ist es so, dass körperliche Dinge tatsächlich so etwas auslösen können. Also du musst dir ja überlegen, unsere Zellen, dein ganzer Körper, alles besteht aus Energie schlussendlich. Also du unterscheidest dich nicht von anderen Dingen von deiner Grundsubstanz her, nur von der Zusammensetzung wahrscheinlich oder wie es zusammengesetzt ist. Und insofern, das heißt, auch du bist Energie und zwar nicht heute weniger als morgen und auch nicht gestern mehr als heute, sondern du bist immer Energie. Und das, was sich verändert, ist aber deine innere Haltung. Und die kannst du aber manchmal auch durch äußere Dinge beeinflussen. Eben, ich erlebe es auch, dass es körperliche Bewegung sein kann. Das Hören von bestimmter Musik, also all das, was dich emotional in einen guten Zustand, das wird dir helfen. Und ich habe es auch schon erlebt, einfach wirklich durch den Wald rennen und schreien oder so etwas, ja. Um da wieder in so eine große Kraft zu kommen, weil es setzt Kraft frei, es setzt eine hohe Energie frei. Und das ist das, was du in dem Moment brauchst. Und dann nimm dir in solchen Momenten den nächsten Schritt vor. Sage dir, wie toll du bist. Sage dir, dass du großartig bist. Sage dir, dass du derjenige bist, der es jetzt rocken wird. Und nimm dir vor, nicht mehr in keiner Weise irgendwo rumzujammern, sondern nur noch die Dinge zu tun, die in dem Moment förderlich und hilfreich sind. Und das ist nicht Jammern, weil Jammern ist Schwäche. Jammern ist Abgeben von Wahlfreiheit. Aber du hast Wahlfreiheit. Und das ist der Knopf, den du drücken kannst. Und in dem Moment, wo du auf diese neue Energie kommst, du wirst es merken, passieren sofort Dinge. Also ich kann mich erinnern, dass normalerweise bei uns
speziell bei mir in so kurzer Zeit etwas passiert, dass manchmal teilweise wirklich nur eine halbe Stunde zwischen meinem Entschluss und einem Erfolg liegt. Und genau das ist die Erfahrung, die auch Kunden von uns machen. In dem Moment, wo man sich frei macht davon, die Verantwortung abzugeben, sondern sie ganz bei sich lässt, da kehrt die Power zurück und du erlebst die Kraft der Kraft. Ich hoffe, ich konnte dir damit eine kleine Anregung geben. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein Stück weiterhelfen. Wenn du Lust darauf hast, mehr davon zu bekommen, abonniere diesen Kanal. Du kannst dich auch gerne mit uns vernetzen. Komm in unsere Facebook-Gruppe. Da gibt es immer wieder Input. Und ja, ich lade dich ein, einfach mitzumachen, dabei zu sein und auch deine Fragen zu stellen. Ich freue mich auf dich. Wenn es dir hier gefallen hat, bewerte das gerne gut. Wir freuen uns dann darüber. Oder abonniere diesen Kanal. Aber komm einfach zu uns auch in die Gruppe rein und du wirst noch viel mehr davon bekommen.